Ich bin euch noch ein Video schuldig, und zwar hier zu dieser Presse. Ich habe ja schon zwei Videos zu dieser Presse hier gemacht. Das wird jetzt das dritte und abschließende Video. Und da erzähle ich euch jetzt einfach mal, wie zufrieden ich mit der Presse bin und ob es da Probleme gab. Generell muss ich sagen, ich bin mit der Presse zufrieden. Sie macht genau das, was sie soll, nämlich hier beim Herstellen von Leimholz genug Druck ausüben und das Ganze flächig halten. Das funktioniert hervorragend. Es gibt allerdings zwei Änderungen. Die erste Änderung bezieht sich auf die Gummis, die hier drauf waren. Ich habe euch ja im vorangegangenen Video zur Presse gezeigt, dass hier Gummis dran waren, die diese beiden Schienen im geöffneten Zustand oben leicht auseinanderdrücken. Das sah am Anfang auch nach einer guten Idee aus, aber es hat sich schnell herausgestellt, dass die Idee dann im Detail doch nicht so gut war, denn das Ganze funktionierte nur bei bestimmten Holzstärken. Wurde das Leimholz zu dick, wie hier, hatte die Presse nicht genug Kraft, den Gummi so weit auseinanderzuziehen. Wurde das Holz zu dünn, hat es auch nicht funktioniert. Ich habe mit 6 mm Platten hier experimentiert. Das hat mit den Gummis einfach nicht funktioniert. Deswegen sind die Gummis jetzt leider wieder ab, was das Einfädeln hier oben etwas erschwert. Wenn ihr mal nachzählt, seht ihr auch, dass jetzt keine 5 Presseinheiten mehr hier montiert sind, sondern 6. Es ergab sich auch sehr schnell, dass 5 Stück eine sehr ungünstige Zahl ist. Vor allem, wenn ich zwei kürzere Leimholzplatten hier zeitgleich verleimen will. Dann sind 6 Einheiten einfach die bessere Wahl. Deswegen sind jetzt hier 6 Einheiten drauf. Dann habe ich ja Überlegungen angestellt, um hier Skalen anzubringen. Da habt ihr auch in den Kommentaren ganz fleißig mitgemacht und diskutiert. Und das ist hier dabei rausgekommen. Hier sind jetzt Aufkleber drauf. Die hat mir ein Zuschauer liebenswürdigerweise gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Und die sind einfach durchnummeriert von 1 bis runter. Und diese Skalen habe ich auf diesen Elementen hier außen aufgeklebt. Hier auf diesen innen. Und so kann ich immer genau ablesen, wo jetzt diese Auflagen hier genau eingehängt werden. Das funktioniert also. Der Abstand ist jeweils 5 cm. Also ganz leichtes Kopfrechnen, wie für hier eine 45 cm breite Platte. Wird das Ganze in Loch Nummer 9 angehängt. Man hätte jetzt natürlich auch eine Skala machen können, ganz klar, aber das wäre einfach unten zu breit geworden. So lässt sich das gut ablesen, funktioniert für mich wunderbar. Was ich nicht machen werde, ist eine Skala hier oben, denn es hat sich gezeigt, dass das vollkommen unnötig ist. Wenn ich wie hier Bretter einspanne, die sind 90 cm lang, dann nehme ich mir einfach meinen Meterstab, halte den kurz an, verschiebe das Ganze, habe dann meine 90 cm, teile mir die Zwischenmaße noch auf, auch ganz einfaches Kopfrechnen und schon sind die positioniert. Eine durchgehende Skala hätte bei einem Werkstück zwar Sinn gemacht, aber wenn ich mehrere Werkstücke presse, dann macht das eben keinen Sinn. Ich kann ja zwei kleinere oder sogar drei ganz kleine Leimholzplatten hier zusammen pressen, miteinander pressen, und da ist einfach der Meterstab die bessere Wahl gegenüber einer durchlaufenden Skala. Dann hat sich gezeigt, dass der Platz hinter den Presseinheiten wie dafür gemacht ist, diese Zwingen hier aufzubewahren. Da sitzen also jetzt alle meine Holzzwingen, die ich in letzter Zeit vermehrt benutze. Da sind auch noch ein paar dazugekommen. Dummerweise ist jetzt auf meinem normalen Zwingenregal wieder mehr Platz, und Platz im Zwingenregal ist immer schlecht. Das verleitet dazu, diesen Platz nochmal zu füllen. Ja, nach ein paar Wochen Benutzung dieser Presse fällt mein Fazit doch positiv aus. Am Anfang war ich ja sehr skeptisch, aber mit dieser Art der Wandbefestigung und ein bisschen Eingewöhnungszeit in die Handhabung funktioniert das alles wunderbar. Also die Ergebnisse stimmen, das Handling ist okay. Wie gesagt, da müsst ihr euch etwas dran gewöhnen. Hier und da klemmt es mal, ist ein bisschen hakelig, aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann flutscht das auch. Und ansonsten, ja, Preis-Leistung stimmt für mich. Dem einen oder anderen mag der Preis für die Presseinheiten zu hoch erscheinen, aber wenn man keine Ahnung und keine Möglichkeiten der Metallbearbeitung hat, finde ich das ja soweit okay. Ihr bekommt also für weit unter 1000 Euro eine komplette 2 Meter oder noch längere Leimpresse. Das ist, denke ich, vollkommen okay. Der Platzbedarf ist gering, und ihr seht ja auch hier
Hinten dran, den Platz könnt ihr noch nutzen. Hier oben ist noch Platz, da kommen ja, wie ich schon mal erwähnt habe, noch Hängeschränke hin. Also für mich funktioniert das Ganze wirklich gut. Noch ein Wort zum Pressdruck. Meiner Meinung nach ist der Pressdruck hier vollkommen ausreichend. Natürlich habt ihr zu wenig Pressdruck, wenn eure Leimfugen nicht ordentlich gehobelt sind. Wenn ihr also krumm und schief hobelt, dann wird es diese Presse nicht schaffen, das zusammenzudrücken. Aber das ist auch nicht Aufgabe der Presse, die Fehler zu beheben. Aufgabe der Presse ist es einfach, genügend Druck zu bringen, und das tut sie. Also achtet einfach darauf, dass eure Leimfugen dicht sind, und überlasst das nicht den Zwingen. Das solltet ihr auch nicht machen, wenn ihr eine Presse habt, die genug Druck bringt. Also Spannung auf den Leimfugen ist immer schlecht. Und habt ihr keine Spannung, reicht der Druck vollkommen aus, also das passt. Soviel also zu dieser Leimpresse. Ich hoffe, die Videoreihe hat euch gefallen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Zögert nicht, mir Fragen zu stellen in den Kommentaren. Ich werde die zeitnah beantworten. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.